Topfgucker TV empfiehlt. Also, wir fangen an mit der Pastinake. Wunderbares Gemüse, etwas in Vergessenheit geraten. Und ja, Wintergemüse lässt sich auch wunderbar bei Frost noch draußen lagern und entfaltet eigentlich erst durch den Frost den wahren Geschmack, wird süßer und leckerer. Da wir immer wollen, möglichst alles vom Produkt zu verarbeiten, werden wir die Pastinake erstmal schälen, aus der Schale ein paar Chips machen, was wunderbar lecker ist. Und ja, das restliche Gemüse als Würfel und als Püree. Ja, dazu habe ich die Pastinake vorher kurz abgewaschen, getrocknet. Und dann schälen wir die einfach ganz normal runter. Also pro Portion rechnet man so ungefähr, sagen wir, eine Pastinake, weil wir alles davon verarbeiten. Also für vier Personen reichen jetzt vier große Pastinaken. Wenn sie kleiner sind, natürlich etwas mehr. Die Spitzen schneiden wir ab. Kann man wunderbar verwenden in einem Gemüsefond oder Hühnerfond. Gibt nochmal wunderbares anderes Aroma mit hinein. Und diese Pastinake werden wir uns jetzt erstmal zurechtschneiden. Das heißt, das Innere werden wir als kurz gebratenes Gemüse verarbeiten und die kompletten Abschnitte werden zum Püree. Somit haben wir dann quasi die ganze Pastinake aufgebraucht. Die Abschnitte grob würfeln, nicht zu wenig Butter. Butter ist Geschmack und hilft dem Püree auch, dass es cremiger wird. Wer jetzt keine Pastinaken bekommt, der kann das Gericht natürlich auch abwandeln. Man kann Petersilienwurzel nehmen, ähnlich der Pastinake. Man kann Topinambur nehmen. Man kann das Ganze mit Karotte machen, mit Sellerie. Und die Zubereitungsart würde sich dadurch nicht ändern. Nur halt der Geschmack. Ne? Lassen wir die Butter zerlaufen. Pastinaken dazu. Und ganz wichtig ist halt, dass man es gleich salzt. Das Salz sorgt dafür, dass der Saft aus der Pastinake rauskommt, das Wasser, was entdampft, und ich habe umso mehr Geschmack im ganzen Topf. Würde ich das nicht machen, hätte ich nachher ein wässriges Püree. Das ist genau das gleiche Prinzip, als wenn man Kartoffeln kocht, die nicht richtig abdämpft und dann daraus Püree macht. Das würde mal wässrig schmecken. Das erreiche ich jetzt mit dem Salz. So, die Pastinake lassen wir jetzt nebenbei hier schön etwas in sich schmoren. Ja, das dauert so 10 Minuten mindestens, man merkt, wenn sie weich ist, und am besten ist immer die Nase drüber halten, und wenn man gegartes, weiches, aromatisches Gemüse riecht, dann ist es soweit, dass wir da weitermachen. Ne? Kann ruhig etwas Farbe nehmen, wenn es Farbe nimmt, wird es natürlich umso leckerer. Wir machen weiter mit dem Wildschwein. Dafür habe ich hier einen Wildschweinrücken, vom Jäger schon grob zerlegt. Also wir haben bloß noch den Rücken mit dem Bindegewebe und den Sehnen, die wir jetzt erstmal entfernen müssen. Wildschwein kann man natürlich einen Frischlingsrücken nehmen, vom jungen Wildschwein, der aber meiner Meinung nach nicht so aromatisch ist. Ein schönes Wildschwein, so ein, maximum zwei Jahre alt, ist schon was Besseres. Die Sehnen schön vorsichtig entfernen. Dann immer wichtig, ein scharfes Messer mit möglichst wenig Schnitten immer an der Sehne entlang ziehen. Die Abschnitte kann man, wenn man noch Knochen hat, zu Soße verarbeiten oder einfach mit Gemüse zu einer Brühe auskochen. Wunderbare Grundlage für Eintöpfe, was ja im Winter auch wieder was Tolles ist. Und da ja immer noch etwas Fleischreste dran sind, ist da also extrem viel Geschmack dabei. Nehmen wir immer ein Auge auf die Pastinaken. So, das ist für unsere Suppe. Jetzt haben wir den Wildschweinrücken. Machen wir dieses Gericht jetzt als Hauptgang ohne Vorspeise und so weiter, würde ich so ungefähr 200 Gramm Fleisch pro Person einkalkulieren. Wenn wir noch eine Vorspeise haben, etwas weniger, sagen wir 150 bis 160 Gramm, das reicht. Und dadurch, dass es ja wirklich gut gereift ist, man merkt das, es ist schön weich, aber auch trocken, haben wir nicht so viel Verlust, als wenn wir jetzt ein frisches Tier braten, wo noch viel Flüssigkeit austritt. Also 200 Gramm als Hauptgang reicht da ganz locker zu. Wir machen das jetzt portionsweise. Man könnte das natürlich auch, wenn man mehrere Personen hat, im ganzen Strang braten, was auch recht lecker ist, macht aber nicht viel Unterschied. Also wir machen jetzt das als einzelne Portion. Man merkt schon, unsere Pastinaken verändern langsam die Farbe. Sie werden gelblicher. Der Zucker, der da reichlich drin vorhanden ist, fängt an zu karamellisieren. Und man riecht das auch schon, dass sich jetzt etwas verändert hier im Topf.
Wir braten den Wildschweinrücken an. Relativ heiße Pfanne. Zum Braten verwende ich ein neutrales Öl. Da kann man Rapsöl nehmen oder Sonnenblumenöl, weil das Fleisch soll ja nach dem schmecken, was es ist und nicht durch Öle verändert werden. Wir geben halt zum Schluss noch Aromaten dazu, um das Ganze zu unterstützen. Aber im Endeffekt möchten wir doch, dass das Wildschwein nach Wildschwein schmeckt. Pfanne relativ heiß, dauert kurz. Der Kenner neigt das am Öl, wie das Öl in der Pfanne fließt, ob es heiß ist oder nicht. Ja, es sollte kurz vor dem Rauchpunkt sein. Wir würzen das Fleisch vorher leicht mit Salz. Braten das von allen Seiten schön an, bis es leicht braun ist. Wild immer vorsichtig anbraten. Das heißt, nicht zu heiß werden, weil es ja doch relativ fettarm ist und die Stellen außen würden beim Anbraten relativ schnell trocken werden. Also milde Hitze, sagen wir mal, wir sind so ungefähr bei 160 bis 180 Grad und dann passiert da nicht allzu viel. Lieber ein bisschen weniger anbraten und in den Ofen schieben, als zu lange braten, weil die Außenflächen wirklich nicht gut schmecken. Also wir geben nur Leichtfarbe, leichte Bräune, weil ihr das tun müsst dann beim Nachbraten später. Wichtig halt für den Ofen, aus der Pfanne rausnehmen, damit keine Fremdhitze mehr einwirkt, dass ringsherum Hitze bekommt im Ofen. Und dann geben wir das in den Ofen bei 90 Grad für ungefähr 15 Minuten. Kommt auf die Dicke drauf an. Und lieber ein bisschen weniger Hitze und länger, umso aromatischer und zarter wird das Fleisch. So, unser Pastinake ist jetzt soweit, dass wir ablöschen können, was wunderbar in den Winter passt. Und zu diesen Wurzelgemüsen ist Sherry. Man könnte auch weißen Portwein nehmen, aber ich bevorzuge Sherry nur ganz wenig, um keinen Sherry-Geschmack zu erhalten, sondern um den Eigengeschmack dieser Gemüse zu unterstützen. Wir löschen ein bisschen ab damit. Anschließend gießen wir mit etwas Sahne auf. Lassen das Ganze auf kleiner Hitze weich kochen. Jetzt haben wir hier noch unsere Pastinaken, die zugeschnittenen, die wir nebenbei braten. Ganz wichtig, bei denen werden wir nicht gleich salzen, weil wir wollen ja nicht unbedingt ein weiches Produkt haben, was das Wasser rauszieht, sondern wir wollen einen Karamelleffekt außen haben an der Pastinake, in der Mitte weich und wir würzen den wirklich ganz zum Schluss. Haben wir wieder eine Pfanne mit neutralem Pflanzenöl und lassen die schön langsam braten, dass der Zucker karamellisieren kann, dass die Pastinake weich wird und eine, sagen wir mal, simple, aber leckere Gemüsebeilage ergibt. So, wir machen weiter mit unserem Rosenkohl. Jeder kennt Rosenkohl gekocht oder von der Oma noch zu weichem Matsch verkocht. Und da bin ich eigentlich nicht so ein Freund davon. Ich mag das eher, wenn man den wirklich kurz anbrät, weil er dadurch viel nussiger schmeckt, noch ein bisschen Biss hat und eigentlich ein komplett anderes Geschmacksbild hergibt als ein gekochter Rosenkohl. Dieses Kohlige geht weg, schmeckt einfach, wenn man die Augen zumacht, als wenn man eine Nuss isst, was halt wieder zum Wildgut dazukommt. Dadurch entfernen wir den Strunk und zerlegen den Rosenkohl in einzelne Blätter. Mühsame Arbeit, aber für die mühsamen Arbeiten findet sich immer jemand in der Küche. So, haben wir es geschafft, halbe Stunde rum. Was halt überbleibt, ist nicht der komplette Rosenkohl. Ein kleiner Kern bleibt immer über. Den kann man natürlich dann kochen oder eine schöne Rosenkohlsuppe draus machen. Also wieder alles offen dafür. Die gebratene Pastinake fängt auch langsam an, braun zu werden. Lass das mal wenden. Auch schön langsam ein, wird langsam schon brei. Jetzt wäre der Moment, wo man eine Gabel nehmen könnte, es zerstampfen, hätte man einen schönen Stampf. Aber wir wollen ein ganz feines Püree nachher haben. So, die Rosenkohlblätter dauern wirklich eine Minute. Und um wieder in diesen typischen Geschmack oder in diese Richtung des Rosenkohls zu kommen, gehört er dazu Speck und Zwiebeln. Dafür haben wir einen schön geräucherten Bauchspeck. Wenn man natürlich jetzt einen guten Jäger hat oder einen schönen Händler,
der sowas vom Wildschwein macht, gleich vom Wildschwein nehmen. Man könnte auch eine Wildschwein-Salami nehmen, was auch wirklich lecker ist. Aber da muss man halt mal vorsichtig sein, Salami beim Braten wird extrem salzig. Wir haben jetzt einen ganz normalen geräucherten Steck. Nehmen wir in feine Streifen schneiden und dann ohne Fett in der Pfanne richtig knusprig ausbraten. Die Zwiebel ganz einfach, feine Würfel geschnitten. So langsam wird der Speck knusprig. Schön ganz langsam, kleine Flamme, das ganze Fett rausgeht. In der Zwischenzeit werden wir unsere Schalen frittieren. Frittieren leider Gottes in letzter Zeit immer negativ gesehen, weil es eine fettige Angelegenheit und so ist, aber was eigentlich nicht stimmt, weil ich habe ein ordentliches, sauberes Öl, wieder ein geschmacksneutrales Öl, habe hohe Temperaturen, wo es gleich anfängt zu garen und wenn ich es danach auf ein Küchentuch gebe, wo alles abtropft, ist das eigentlich gar keine fette Sache. Jetzt haben wir unser Öl, sollte ungefähr eine Temperatur haben, sagen wir mal von 160 bis 170 Grad, einfach zu testen. Man nimmt sich ein Stück Schale, hält sie kurz rein. Man sieht, es passiert noch nichts, also ist das Öl zu kalt. Wenn Bläschen aufsteigen oder man merkt, es passiert dabei was, haben wir die richtige Temperatur. Passt die Naken, werden langsam weich. Man sieht, sie liegen sich durch. Ich bin hier schön braun geworden. Immer von der anderen Seite bräunen und sind sie fertig. Jetzt sieht man, es steigen Bläschen auf. Das heißt, wir haben die Temperatur erreicht. So rein. Ruhig möglichst viele. Dann lassen wir die schön knusprig ausfrittieren. Gerade diese Gemüse mit sehr viel Zucker eignen sich fürs Frittieren, weil ja halt da der Geschmack kommt durch den karamellisierten Zucker und mal abends so als Snack für zum Fernsehen gucken, außer Kartoffelchips, halt mal Pastinakenchips oder diese Topinambur-Chips, ist das schon was Feines. Ne? Wichtig halt immer ein Gemüse, was wirklich viel Zucker hat. Dann werden sie knusprig und sehr, sehr lecker. Und wenn sie trocknen, werden sie halt fest. So, nehmen wir die raus. Ganz wichtig ist halt gleich salzen. Das Salz sorgt nochmal dafür, das restliche Fett zu binden. Wird auf ein Tuch abgetropft. Wenn man Langeweile hat, solange wie die warm sind, kann man die noch formen, könnte man jetzt Spiralen formen oder was weiß ich. Kann man halt mit den Kindern kann man spielen. Wenn man die Kinder für sowas entwickeln will, man Mensch hier, kannst du um den Finger drehen, einen Ring basteln. Und wenn es halt kalt ist, dann ist es fest. Und dann kann man halt mal nicht eine Pastinake essen, sondern ein Gemüsering und alles in Spaß. Ne? Wer ganz gut ist, macht Spiralen oder man kann Buchstaben machen und sagen, guck mal hier, ein L, Luisa, das ist dein Chip und alles ein Spaß. Ja? Lass mal jetzt einfach am Rand stehen und dann passiert nichts mehr. So, wir schauen mal nach dem Fleisch. Man merkt, es ist fertig, gibt auf Druck nach. Und ja, wer jetzt zu Hause das nicht so, sich nicht so sicher ist, könnte eine Nadel nehmen, reinstechen, 2 Sekunden warten, an die Unterlippe halten und wenn man das Gefühl hat, es ist warm, ist das Fleisch fertig. Wenn man sich die Lippe verbrannt hat, dann war es zu lange drin. Ja? Oder man sticht rein, zieht raus und wenn klarer Saft rauskommt, ist das Fleisch auch fertig. Kommt roter Saft raus, brauchst noch. Kommt gar kein Saft raus, dann war alles zu spät. Das lassen wir jetzt einfach an einem etwas warmen Ort, wo es nicht zu doll auskühlt, noch 5 Minuten stehen, dass sich das Fleisch wieder entspannen kann, dass der Saft im Fleisch gebunden wird, wenn wir es nachher schneiden, dass nicht alles rausläuft. So, unser Speck ist mittlerweile auch soweit. Jetzt geben wir die Zwiebelwürfelchen dazu, lassen die noch kurz mit aus. Haben wir hier rote Beete, die ist jetzt in Alufolie mit etwas Salz im Ofen gebacken, dauert ungefähr 1,5 bis 2 Stunden und ja, gibt auch immer einen ganz anderen Geschmack, als wenn man die kocht. Also man nimmt rote Beete, würzt die mit Salz, packt die in Alufolie ein und schiebt die in den Ofen. Kann man nebenbei machen, wenn man einen Sonntagsbraten macht oder halt wenn der Ofen an ist, einfach nebenbei mit reinschieben, pellen.
Und dann hält die sich auch locker eine Woche im Kühlschrank. Also die schneiden wir jetzt ja ungefähr 3 bis 4 mm dicke Scheiben. Eine Pfanne. Stellen die so, wie sie ist, unter den warmen Grill. Also ist ja noch genug Saft drin. Jetzt wird sie warm, fängt etwas an zu trocknen, entwickelt auf einmal ein Aroma, was an Marmelade erinnert. Und wir kriegen wieder diesen süße Kick hin, den man bei Wild gerne macht, was ja klassisch ist. Wir machen das halt dadurch, dass die rote Beete in diese Richtung gebracht wird. Also die Pastinake für unser Püree ist weich. Ich benutze eine Küchenmaschine, um das zu pürieren. Wer jetzt keine Küchenmaschine hat, kann das in einer sehr viel Langeweile hat durch ein Sieb streichen. Oder wie ich es erst schon angedeutet hatte, man nimmt eine Gabel, zerstampft es, man hat einen Pastinakenstampf, geschmacklich das gleiche, nur halt die Konsistenz etwas grober. Ansonsten kein Unterschied. Also jetzt kann man die Konsistenz noch kontrollieren, wenn zu wenig Flüssigkeit drin ist, das nicht richtig püriert, noch etwas Sahne dazugeben. Wer es doch nicht zu fett mag, etwas Brühe, aber ich nehme gerne Sahne, weil irgendwo muss ja der Unterschied sein, dass es im Restaurant immer noch etwas besser schmeckt als zu Hause. Gehen wir nochmal zurück in den Topf, um das nochmal schön warm zu machen. Was die rote Beete macht. Man hört schon langsam, wie es anfängt zu braten im eigenen Saft. Der Saft entweicht. Man riecht schon das Erdige, aber auch Süße. So, wir müssen jetzt nur noch unser Rosenkohl kurz braten und das Fleisch nochmal nachbraten, dass es wieder richtig schön heiß wird. Und wir aromatisieren das etwas, um den Wildgeschmack zu unterstützen, aber auch um das Gericht komplett zu machen. Für den Rosenkohl nehmen wir ein klein wenig Butter, lassen ihn braun werden. So bei Butter, jetzt fängt sie an aufzuschäumen und das ist der Moment nach dem Aufschäumen, wird die Butter braun. Dann geben wir den Rosenkohl dazu. Lassen ihn kurz braten, ohne großartig zu wenden. Würzen mit Salz, aber Salz vorsichtig, Speck bringt schon Salz mit. So, jetzt wird er am Rand schon langsam braun. Einmal kurz durchschwenken und zur Seite stellen. Beim Fleisch das gleiche Spiel. Wir nehmen Butter-Geschmacksträger. Da wir jetzt noch ein paar Sachen dazugeben, um das zu aromatisieren, brauchen wir Butter. Weil nur Butter überträgt, nur in Öl würde das nicht funktionieren. Lassen wir die Butter wieder leicht aufschäumen. Geben wir unser Fleisch dazu. Würzen das nochmal nach mit Salz. Relativ großzügig, weil das Salz nur außen ist. Und zum Aromatisieren etwas Rosmarin. Wir können noch Wacholderbeeren dazugeben, die den Wildgeschmack nochmal unterstützen. Etwas Thymian, was bei Schwein immer gut kommt, ist immer etwas Knoblauch. Das soll wirklich nur den Geschmack unterstützen. Dafür eine Knoblauchzehe leicht andrücken, dass die tierischen Öle raus können. Mit dazugeben. Jetzt ist halt wichtig, dass man aufpasst, dass der Knoblauch und die Kräuter nicht verbrennen, weil sonst würde alles bitter werden. Das Fleisch kurz wenden, um jetzt nochmal etwas Kraft reinzubringen. Und bei Wildschwein wunderbar ist Kakao. Also kein Kakao, um sich einen Milchkakao zu machen, sondern ein Backkakao, einen relativ bitteren, starken, puren Kakao. Und damit das Fleisch leicht anstäuben. Hier vorsichtig, der Kakao verbrennt schnell, wirklich ganz zum Schluss. Allen Seiten schön. Hier sieht man zum Beispiel jetzt durch das Nachbraten kommt nochmal die Bräune. Also man braucht das beim Anbraten, bevor man es in den Ofen schiebt, nicht allzu sehr braten. Ja. Nehmen wir etwas unser Bratbutter drüber. Und fertig. Dann können wir auch unser Gericht schon anrichten. Kleinen Clou zu diesem Gericht. Haben wir noch einen Baumkuchen von der Pastinake, sehr aufwendig zu machen, gibt es auch, glaube ich, nur bei uns. Man kennt den Baumkuchen eigentlich nur als süße Variante zu Weihnachten. Das ist eine würzige Variante, eine kleine Sättigungsbeilage und ja, wer es mal probieren möchte, sollte vorbeikommen.
So, wir fangen an mit unserem Püree. Leicht über den Teller ziehen. Unsere angebratenen Pastinaken verteilen wir quer. Die rote Beete, jetzt wunderbar angetrocknet, innen saftig, außen getrocknet und hat jetzt komplett ihren Geschmack nochmal verändert. Ein Stück vom Baumkuchen. Unser Fleisch. Schön. Schwein lieber, Wildschwein lieber etwas mehr, aufgrund der Krankheiten, die da entstehen könnten. Wir haben noch unsere Rosenkohlblätter. Unser Speck-Zwiebel-Gemisch. Hier haben wir noch Zwergorangen, eingekochte. Die noch mal ein bisschen Frische reinbringen, das ganze Gericht. Und als Soße oder als Soßenersatz nehmen wir diese Bratbutter von unserem Wildschwein mit dem Kakao. Und zum Schluss als Clou unsere vorbereiteten Chips, die jetzt, wie man sieht, schön fest sind. Mal ein bisschen Leben auf den Teller bringen. So, das war ein kleiner Einblick in unsere Winterküche. Wenn Sie Appetit bekommen haben oder Lust, schauen Sie herein, seien Sie unser Gast, probieren Sie aus. Bei Fragen rufen Sie an, schreiben Sie uns eine Nachricht. Guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte mit der Topfgucker TV App in deinem Store oder unter www.topfgucker-tv.de.